Hallo meine Freunde, willkommen zur mittlerweile 9. Folge von Hogwarts Legacy. Mein Gott, wie die Zeit vergeht und ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich noch gar nicht so viel geschafft hier. Und das ist auch ein Fakt, denn dieses Spiel ist riesengroß. Naja gut, legen wir einfach mal los. Kehre zu Professor Fig zurück. Okay. Aber erst möchte ich hier so ein bisschen erkunden. Was haben wir hier für Möglichkeiten noch? In der letzten Folge waren wir ja hier. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor. Und waren zusätzlich in der verbotenen Abteilung und haben das geheime Verlies gefunden. Ich möchte mich übrigens dafür entschuldigen, dass teilweise die Qualität nicht so gut war. Ich kann es mir selber nicht erklären. Also ich habe nichts anders gemacht als zuvor. Aber die Bildqualität hat irgendwie gelitten. Aber ich denke, seit gestern ist das auch wieder in Ordnung. Und ja, mal gucken. Hier war doch noch eine. Da. Ich wollte das sagen. Oh, es regnet. Finstere Zeiten ziehen auf. Revelio. Ich muss erstmal wieder lernen, wie das Spiel geht. Ich habe seit ein paar Tagen nicht gezockt. Und ich drücke immer die falsche Taste, fällt mir gerade auf. So, mal gucken, was der alte Figi zu sagen hat. Auftrag gestartet. Wälzer und Widrigkeiten. Okay. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Professor Das ist, Scharf. Gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ist doch besser so. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird.
Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Ich frage mich immer, warum sind alle immer so geheimnisvoll? Also, eine Kobold-Verschwörung ist im Gange und ja, das Ministerium will nicht unbedingt agieren, das kennen wir hier von. So bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Und das kennen wir ja vom Ministerium, dass sie sich der Wahrheit verwehren, aber trotzdem, dieser Weg, dieser Geheimnistuerei, das ist nicht immer gut. Lower Hogsfield liegt auf dem Land und ist das nächstgelegene Dorf zu Hogwarts. Aus Ehrfurcht vor der Schule, in der sie alle unterrichtet wurden, entschieden sich die Einwohner für den Namen Hogsfield. Etwa zur gleichen Zeit entschieden sie sich auch die Bewohner von Upper Hogsfield für den Namen Hogsfield nach Hogsmeade. So kam es zu einem unglücklichen Kompromiss und jedes Dorf fügte seinen Namen einen Zusatz hinzu. Okay, interessant. Die Professorin Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Wäre jetzt cool gewesen, wenn man wirklich so eine Eule gesehen hätte, die auf einen zufliegt und das Papier gibt und... Ja, aber vielleicht wäre das auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Wir wollen ja auch nicht übertreiben, ne? Was haben Sie jetzt vor? Geht dich gar nichts an. Hier war ich schon drin. Oh, cool. Das habe ich aber letztes Mal nicht gesehen. Das erinnert mich stark daran, wie Harry, Ron und Hermine in Harry Potter und die Kammer des Schreckens den Fiesaftrank gebraut haben. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was das hier ist. Weil ein Fiesaftrank sieht definitiv anders aus.
Hey, wer bist du denn? Was willst du? Ravenclaw? Was? Wo ist ein Ravenclaw-Schüler? Ich sehe hier keinen Ravenclaw-Schüler. Alles Gryffindors hier. Ja, ich habe das schon in der letzten oder vorletzten Folge gesagt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind hier noch zu sehr auf einen Bereich bei uns beschränkt. Also, Hogwarts ist so groß. Da ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Hogwarts ist so groß. Da müssen wir mal ein bisschen erkunden auch teilweise, sonst ist das Let's Play relativ schnell vorbei und das dient ja auch nicht der Sache. Nelly Oxbeyer. Was gibt's, Nelly? Hallo Nelly, du scheinst dich über etwas zu freuen. Die daedalischen Schlüssel sind wieder da. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel, die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Sehr cool. Warum beschwor Professor Mohl fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Okay, dann machen wir doch mal diese Aufgabe. Das klingt doch eigentlich ganz lustig. Wer weiß, vielleicht führt die uns ja auch mal ein bisschen so durch Hogwarts. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob. Oh, wir gehen weiter nach oben. Das ist cool. Lumos. Ach, Scheiße. Was steht denn da? Kann man das lesen? Nein, das ist ein Sammelobjekt. Okay. Ah, ich muss die Sammelobjekte auch irgendwann mal durchgehen und vorlesen. Was haben wir denn da? Hey, das ist der blutige Baron. Ja klar, ich erkenne das an den Ketten, die er sich selbst auferlegt hat, weil er Helena Ravenclaw getötet hat. Und sich dann selbst hingerichtet hat. Revelio. Bei
was für obskure Statuen und Vasen es hier gibt. Die Bürste da drüben, die hat sich bewegt. War bestimmt auch mal ein Schulleiter. Also ich weiß, warum es keine dicken Menschen in Hogwarts gibt. So viele Treppen. Da kannst du gar nicht dick werden. Das wäre das Ideale für mich, ey. No, wir nähern uns den Astronomieturm. Es ist so viel wieder mal auf Abenteuertour. Das ist hier wahrscheinlich der Unterrichtsraum von Astronomie. Meine lieben Satyavati. Okay. Du wirst dich. Meine liebe Satyavati. Mein Gott. Was für ein Vorname. Du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen neuen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoritenschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel, wohlgemerkt, soweit ich weiß, und vorschlugen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Tanta Manta, später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Sugrita. Ja, schön diese Gesellschaftskritik hier unten gelesen, dass sie sich als Mann ausgeben musste, damit sie anerkannt wird. Ja. Ich schätze mal, hier kommen dann die Schlüssel rein. Oder einer der Schlüssel, den wir wahrscheinlich hier irgendwann finden werden. Jetzt gleich irgendwie. Aber erstmal gucken wir, ob wir noch irgendwas hier offenlegen können. Ah, eine Truhe, die verschlossen ist. Meinst du, Schar würde uns... Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Revelio. Sich doch gerade was bewegt. Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Der führt dich bestimmt zum Schloss. Revelio. Wie kann man Professor Garlic nicht mögen? Sie ist ein Pflanzengenie. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Oh. So sicher nicht. Na, ich muss im richtigen Moment wahrscheinlich zuschlagen. Ah, Mann. Ja. Hey, ein Gryffindor. Alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Eine Hausmarke, okay. Revelio. Nelly kann da bestimmt mit was anfangen. Aber jetzt, wenn ich schon mal hier bin, möchte ich auf den Astronomieturm gehen.
wenn ich denn kann. Meine Geschwister und ich kamen alle in der Häuser. Okay, hier ist wieder so ein Spiegel. Oh, Peace, der ein Rutschen geht, okay. Hey, eine Eule. Schade, dass ich mit der nicht interagieren kann. Sie sieht fast aus wie Hedwig, finde ich. Oh mein Gott, der sieht fast so aus wie im Film. Revelio. Hier stand Dumble, also. Ja, nicht ganz so wie im Film, aber Dumbledore stand halt hier so nah an der Brüstung. Und ist dann runtergeflogen. Und ist dann halt in die Tiefe geflogen. Astronomieteleskop. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternbeobachtung. Oh, toll, ich lese immer die Hälfte des Satzes nur und die Betonung ist dann scheiße. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternbeobachtung seiner Art und eignet sich perfekt für die Betrachtung des Mondes, der Sterne und aller anderen Dinge am Nachthimmel. Ja, hier ist Dumbledore runtergeflogen. Revelio. Dort drüben stand Draco Malfoy und Snape und Snape hat hier gefeuert und Dumbledore ist runtergeflogen. Und Harry stand hier unten. Jedenfalls im Film. Kann man da runtergehen? Man kann da runtergehen. Revelio. Lumos. Levioso. Ach hier. Was es auch immer damit auf sich hat. Incendio. Okay, ich habe einfach nur mal geraten. Ja, Harry stand hier ungefähr. Und hat nach oben geblickt und gesehen, wie Snape Dumbledore getötet hat. In seinem Wahn hat Harry nicht erkannt, dass Snape auf Dumbledores Befehl hingearbeitet hat. Aber wie sollte er auch? Es ist einfach unfassbar schön, dass wir diesen Moment hier miterleben dürfen, dass es da ist. Ich hätte mir nur gewünscht, dass ich jetzt hier in der Nacht stehen würde, so wie es da war, aber man kann nicht alles haben. Oh, ich liebe dieses Spiel. Leute, ich liebe dieses Spiel. Revelio. Guckt euch diese Aussicht an. Hier an dieser Brüstung stand Bellatrix Lestrange und hat das dunkle Mal in den Himmel gerufen. Und dort ganz unten landete Dumbledore. Oh Mann, ey. Da werde ich doch glatt fast sentimental. Revelio. So viel Liebe zum Detail hat sich dieses Spiel genommen. Ich bin hin und weg. Ganz ehrlich, das ist einfach nur fantastisch.
Und das Spiel bricht einen Rekord nach dem anderen. Also, das ist aber auch ein Spiel, worauf wir Harry Potter-Fans 25 Jahre gewartet haben. Und glaubt mal, kein Boykott dieser Welt hätte verhindern können, dass die wahren Potterheads sich dieses Spiel kaufen. Ich hätte es mir selbst nie verziehen, wenn ich dieses Spiel nicht spielen würde. Ihr habt hoffentlich mein Video zu J.K. Rowling gesehen, was ich Anfang der Woche rausgebracht habe. Revelio. Falls nicht, solltet ihr es auf jeden Fall nachholen. Dann gehen wir jetzt mal zu Nettie und geben ihr die Münze oder die Hausmarke oder wie das auch immer heißt. Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle? Warte mal, was? Omin ist gaunt? Ha! Ich dachte, die Gaunts haben Hogwarts nicht besucht. Ist wahrscheinlich nur ein Easter Egg, aber die Gaunts sind eine Familie, die von Salazar Slytherin abstammen, in direkter Linie. Frage mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Bestimmt irgendwann. Auf jeden Fall, ich muss hier mal eben meinen Zuschauern erklären, warum das so toll ist, dass hier auch die Gaunts mit in dem Spiel drin sind. Sie stammen von Salazar Slytherin ab, sind wahrscheinlich die einzigen Paselmünder. Und was erwähnenswert ist, eigentlich war es so im Buch Harry Potter und der Halbblutprinz beschrieben durch die Erinnerung Hast du Zeit? Ich könnte Hilfe brauchen. Bob Orchin, dass die Gaunts Hogwarts nicht mehr besucht haben. Sie wurden zu Hause unterrichtet. Ja, offenbar nicht alle. Könntest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Natürlich. Hallo Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Gryffindor-Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet unsere Haustruhe. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in unserem Gemeinschaftsraum gesehen und in den anderen gibt es sie wohl auch. Such danach. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen und die Gryffindor-Haustruhe finden. Okay. Jetzt gehen wir dann auch mal zu Fuß in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Bisher wurden wir ja immer nur begleitet zum Schulanfang. Mal gucken. Rebellion. Ich bin ehrlich, ich könnte hier stundenlang in dem Spiel verbringen, aber ja, dann ist das Spiel aber auch leider schon schnell vorbei, sag ich mal, ne? Also ich habe von Berichten gelesen, dass manche das Spiel schon auf 100% haben. Okay, die haben dann aber auch durchgesuchtet. Und das ist halt das, was ich zum Beispiel nicht machen werde, ne? Also ich werde mir Zeit lassen. Ins Zentrum. Revelio. Denn ich habe nicht so lange auf dieses Spiel gewartet, um es dann nach 10 Stunden, also nach 10 Tagen oder so, wieder aufzugeben. Zumal ich ja auch noch die anderen Häuser spielen muss. Also neue Spielstände machen muss, um auf wirklich 100% zu kommen. Diese Statue stellt den Zauberer Lecklen,
der Schlacksige da. Einen großen, schlanken Zauberer. Ja, toll. Hätte ich mir auch denken können, wenn er der Schlacksige heißt. Der sehr stolz auf sich zu sein scheint. Niemand weiß wofür. Und warum steht er dann hier? Rebellion. Der spielt Flöte, okay. Ey, die spielt ja auch mit. Das ist ja wie eine Band, die hier getrennt ist. Rebellion. Hey, da, jetzt fängt der Typ an. Ist ja cool. Oh, hier ist auch noch einer. Oder eine. Und er ist wohl der Dirigent. Ist ja cool. Mit welch einer Liebe zum Detail das gemacht wurde. Hey, was ist das denn für eine Statue? Hä? Wo bin ich gelandet? Protego! Lumos! Hab ich den Geheimgang gefunden? Sind etliche Zauberstäbe an der Wand. Was ist das hier für ein Raum? Rebellion. Protego. Lumos. Hä? Rebellion. Ist ja krass. Damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet. Ich habe aber den fast kopflosen Nick noch gar nicht gesehen. Rebellion. Das Porträt der fetten Dame. Dieses Porträt einer Dame bewacht den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und fragt jeden, der eintreten will, nach einem Passwort. Sie und ihre Freundin Violet sind dafür bekannt, dass sie zwischen den Porträts umherwandern und sich gelegentlich an den Weinfässern bedienen, die dort stehen. Das stimmt, das ist auch in den Büchern so. Dass sie erzählt so oft von ihrer Freundin Violet. Einfach Wahnsinn. Da ist der Nicholas. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke. Hier ist der fast kopflose Nick. Boah, der sieht aus wie in einem Film. Komm, Nick, mach was. Ah, okay. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Okay, 16 Hausmarken. Okay, der zeigt mir natürlich nicht den Weg zu jeder einzelnen Hausmarke an.
Das wäre ja auch sonst zu leicht, ne? Was haben Sie jetzt vor? So, hier ist immer noch. Was ist das hier für ein Raum? Ein kleiner Balkon mit Aussicht. Okay, hier war ich schon. Da ist eine offene Truhe. Was für ein hübsches Gesicht. Okay, das ist. Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Danke, sprechender Spiegel. Gefällt dir das? Nee, ne? Habe ich mir nämlich gedacht. War das hier meine Etage? Nein, ich glaube nicht, oder? Bei mir war doch eine Eule davor. Also war ich eine Etage tiefer. Glaube ich jedenfalls. Oder wo ist mein Schlafsaal? Ist das hier müsste der sein. Tatsache. Hey, Lufen hat mich auch noch angeschrieben. Es ist Zeit, deine Duellfähigkeiten zu prüfen und zu sehen, ob wir einen neuen Schulschirmchen haben. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht auch weiterhin zur Verfügung. Okay, hier scheint wirklich sonst nichts zu sein. Nein. Ja gut, dann meine Freunde, ich werde mich für diese Folge dann mal verabschieden. Ich denke, wir haben ein bisschen was von Hogwarts gesehen. Ich hoffe, ich krieg's mit der Qualität jetzt wieder hin. Und wir haben ikonische Orte gesehen, wie zum Beispiel den Astronomieturm und die Stelle, an dem Dumbledore gestorben ist und, also noch in, um es richtig zu formulieren, gestorben sein wird. Ja. Ich hatte auf jeden Fall in dieser Folge viel Spaß und ich freue mich darauf, euch morgen um 18 Uhr wieder begrüßen zu dürfen.